Liebe Friedensfreunde, dragi prieteli mira, zunächst möchte ich mich bei Herrn Živadin Jovanovic bedanken für die Einladung zu dieser Konferenz. Najprej htela bi da se zahvalim gospodinu Živadinu Jovanoviću zbog poziva na ovu konferenciju. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Veoma se radujem da sam danas ovde. Und bin sehr dankbar für die herzliche Gastfreundschaft. I zahvaljujem se na srdačnom gostoprimstvu. Ich bin Birgit Malzahn und komme aus der Stadt Kassel, die etwa in der Mitte Deutschlands liegt. Ja se zovem Brigitte Malzahn i dolazim iz Kassela, koji se nalazi negde u sredini Nemačke. Im Auftrag des Kasseler Friedensforums übermittel ich Ihnen allen herzliche Grüße und wünsche ein gutes Gelingen bei der Arbeit für eine Gleichberechtigung von Menschen und Nationen im Sinne der sozialen Ausgeglichenheit und des Friedens. U ime Foruma za mir prenosim vam pozdrave i želje za uspeh ove vaše konferencije u smislu obezbeđivanja svih preduslova za mir i borbu protiv rata. Besonders herzliche Grüße auch von Dr. Peter Strutinski, der letztes Jahr an dieser Konferenz teilgenommen hat. Također i pozdrave od gospodina, wie heißt er? Peter Strutinski. Peter Strutinski, koji nije mogao danas da prisustvuje ovoj konferenciji. Das Kasseler Friedensforum arbeitet bundesweit vernetzt. Naš forum sarađuje širom Nemačke. An vielen friedenspolitischen Themen, die zurzeit von Bedeutung sind. I ima punu saradnju na mnogo tema političkih i u tome razvija veliku saradnju sa drugima. Es geht um Themen wie Afghanistan, Libyen, der Nahe Osten, immer wieder Palästina. Teme odnose na Libiju, Bliski Istok i na druge zemlje. Und natürlich auch immer wieder Jugoslawien. A naravno i o Jugoslaviji. In Kassel organisieren wir viele öffentliche Informationsveranstaltungen dazu, Straßenkundgebungen, Demonstrationen. Mi sprovodimo naše aktivnosti kroz razne skupove u salama, na ulicama, demonstracije i tako dalje. Und in bundesweiter Zusammenarbeit den alljährlich im Dezember stattfindenden Friedenskongress, den Friedensratschlag. A svake godine održavamo i godišnju konferenciju u Friedensratschlag. Na jednom kongresu, Kongres Mira se zove. 1999 besuchten 10 deutsche Gewerkschafter, die sich Dialog von unten statt Bomben von oben nannten, noch während der Luftangriffe Serbien, um sich unmissverständlich gegen diesen Krieg auszusprechen. 1999. godine posetila je grupa sindikalaca koja se nazvala Dialog odozdo, umjesto bombe odozgo, Srbiju, da bi se uverila i iskazala da bi iskazala spremnost za borbu protiv rata. Über diese Gewerkschafter erfuhr das Kasseler Friedensforum unter anderem auch von dem völkerrechtswidrigen Angriff auf den Fernsehsender RTS. Preko ove grupe ovih sindikalaca saznali smo mi u Kasselu, naš forum, o bombardovanju i napadu na teroristički toranj RTS-a. 16 beschäftigte wurden getötet und 130 verletzt. Tada je ubijeno 13 ljudi, a 130 je povređeno. 7 Kinder verloren ihre Väter. Sedmoro dece su izgubili svoje očeve. Ab März 2000 übernahm das Friedensforum die Verantwortung für die finanzielle Unterstützung der Ausbildung dieser Kinder und unterstützt noch heute 4 dieser jungen Menschen. Od marta 2000. godine forum je preuzeo odgovornost za za četvoro dece da im daje stipendije i sada trenutno još izdržava 2 dece. Stipendira, ja. Wir nehmen dieses kleine Projekt immer wieder zum Anlass, um öffentlich auf den ersten Angriffskrieg nach dem Zweiten Weltkrieg mit Beteiligung der Bundeswehr zu erinnern. Mi, kaže, uzimamo pravo da
time podsjetimo na projekat koji je pokrenut zbog javnog protesta, zbog učešća Nemačke soldateske protiv Srbije, protiv Jugoslavije. Wir verurteilen den gewaltsamen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, der viele Menschenleben direkt und indirekt zerstörte. Mi osuđujemo taj nasilan i protivpravni agresorski rat protiv života ljudi koji je direktno i indirektno njima naškodio. Die 78 Tage lang andauernden Luftangriffe zerstörten die Infrastruktur des Landes und sind ein eklatanter Bruch der Genfer Konvention. Taj rat je trajao 78 dana i on je, kaže, razorio infrastrukturu zemlje i predstavlja eklatantan primer kršenja Ženevske konvencije. Besonders der Einsatz von Splitterbomben, die Bombardierung der Chemieindustrie, die unter anderem die Freisetzung großer Mengen Dioxin verursachte und der Einsatz von Uranwaffen mit ihren kanzerogenen, erbgutschädigenden Wirkungen waren entsetzliche Kriegsverbrechen. Kaže, posebno primjena rasprskavajućih onih bombi, kaže, bombardovanje i hemijskih industrijskih objekata, oslobađanje velikih količina dioksina predstavljaju zločin, ratni zločin protiv čovečnosti. Der NATO-Krieg war einseitig gegen die Serben gerichtet und brachte für Serben und Kosovo-Albaner nur den weiteren wirtschaftlichen Niedergang und eine bedenkliche langfristige Gefährdung für Gesundheit und Leben. NATO je bio jednosmerno usmeren protiv Srba i on je, kaže, Srbiju, pa i Kosovo-Albance doveo u privrednu krizu i to je, kaže, izazvalo dugoročno ugrožavanje zdravlja i života na ovom terenu. Die NATO muss verantwortlich gemacht werden für die angerichteten Schäden. NATO je odgovoran za sve te štete. Wir setzen uns dafür ein, dass die Wahrheit verbreitet und das Unrecht nicht vergessen wird. Mi se zauzimamo, zalažemo se da se sazna istina i da se nepravda nikada ne zaboravi. Und wir werden nicht vergessen, dass Dragoljub Milanović, ne treba zaboravimo i da je Dragoljub Milanović, der ehemalige Direktor des Fernsehsenders RTS, bivši direktor televizije RTS, anstelle der Verantwortlichen der NATO-Staaten verurteilt wurde. Bio osuđen umjesto odgovornih NATO-a. Wir wünschen uns weiterhin eine gute internationale Zusammenarbeit. Mi želimo da razvijamo i dalje dobru međunarodnu saradnju. Mit fortschrittlichen Gruppen wie dem Belgrader Forum, kao što je Beogradski Forum, die wie wir daran arbeiten, den mächtigen wirtschaftlichen und geostrategischen Interessen Widerstand entgegenzusetzen. Kako bismo zajednički oduprali se privrednim i geostrateškim interesima velikih. Und wir hoffen, dass irgendwann alle unsere vielen kleinen Schritte eine bessere Welt möglich machen, die auf der Grundlage von gleichen ökonomischen Rechten, sozialer Gerechtigkeit und Frieden besteht. Mi bismo želeli da se stvore uslovi za jedan ravnopravni i život i mir među ljudima na osnovu širenja privrednih prava i socijalne pravde. Herzlichen Dank fürs Zuhören. I veliko hvala. Das ist schon.